Hallo, ich bin hier gerade beim Jugend mit einer Mission Tag der offenen Tür, wo sich die junge Generation von Jugend mit einer Mission Österreich und die junge gebliebene Generation von Jugend mit einer Mission Österreich trifft und ein bisschen austauscht und einfach Gemeinschaft hat. Und wir sind hier in den Loretto-Räumen in der Operngasse und wir werden jetzt mal herausfinden, was Jugend mit einer Mission eigentlich ist und was sie in Österreich für verschiedene Dienste haben. Zwei Wochen später ist der Anruf gekommen, wollte die Wohnung noch. Wir haben gesagt, ja, irgendwie schon. Und dann haben wir uns getroffen und der hat uns dann 5000 Euro überwiesen. Und dann haben wir diese Wohnung bekommen, im Baumarkt. Und wir sind noch immer dort und wir können es noch immer bezahlen. Und das Ganze hat funktioniert mit regelmäßigen Spenden von ca. 150 Euro im Monat. Also es war wirklich, wo Gott das bereitgestellt hat, wo es Leute auch geschickt hat, die gesagt haben, ja, wir möchten mit euch einziehen. Also das ist wirklich ein Wunder von Gott, wo wir sein dürfen. Und wir suchen immer wieder Leute, die bei uns in den WGs wohnen, weil wir gesehen haben, wir funktionieren nur, wie der Bruce gesagt hat, in Gemeinschaft. Und wir wollen Leute mit reinholen auch in die Gemeinschaft. Nicht nur, weil wir unsere Miete zahlen müssen, sondern auch, weil wir andere Leute mit reinnehmen wollen in die Gemeinschaft, die wir haben. Wir wollen das nicht für uns selber haben, sondern wir wollen auch, dass Leute reinkommen und das miterleben dürfen. Und ich habe zum Harry schon gesagt, wenn wir in Pension sind, also eine Sache, die ich gerne überlegen würde, ist so eine Crossroads-DTS. Weil ich habe damals im Waldschlössl eben Leute gesehen, die zu einer Crossroads gekommen sind und haben mir gedacht, oh, das ist so weit weg, das kann man gar nicht vorstellen, wenn man dann älter ist. Und jetzt denke ich mir, super. Meine Eltern haben ein Crossroads-DTS gemacht, hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Das war ganz toll. Also die sind gut. Vor allem, wenn man es in Hawaii machen kann. Ja, ich habe jetzt hier gerade Harald Höllermann bei mir. Er ist der Leiter von Jugend mit einer Mission Österreich. Ich bin Harald, komme ursprünglich aus Oberösterreich, Vöcklabruck. Bin 28 Jahre alt, bin verheiratet mit der Annie. Sie kommt aus Rumänien und wir haben eine kleine Tochter, die Hanna Elisa, ist 11 Monate. Und ein anderes Baby ist gerade am Weg. Und du bist Leiter von Jugend mit einer Mission Österreich. Magst du da ganz kurz die Geschichte dazu erzählen, wie das dazu gekommen ist? Ich habe 2011 eine Jüngerschaftsschule gemacht in Norwegen und mein damaliger Leiter, der Jan Tolland aus Norwegen, hat mich dann gefragt, ob ich nicht in Österreich Jugend mit einer Mission wieder neu aufbauen möchte. Und ich habe mir das dann überlegt und habe zugesagt nach einem halben Jahr. Und das heißt, bist du sofort wieder nach Österreich nach der Jüngerschaftsschule und hast mit Feuer und Flamme begonnen, da etwas aufzubauen? Nein, ich war 2 Jahre in Norwegen, habe dort mitgearbeitet, habe mir angesehen, wie das funktioniert und wie man so Pionierarbeiten neu wieder anfängt und habe einige Ausbildungsseminare besucht und nach 2 Jahren bin ich dann nach Wien gekommen, um Jugend mit einer Mission in Österreich wieder neu zu starten. Das heißt, hast du einfach nur von dem Leiter dort gehört, okay, du sollst das machen und bist sofort losgestartet oder hast du doch selbst den Ruf dazu gespürt? Jein, beides. Also ich glaube, dass Gott durch meinen Leiter in Norwegen gesprochen hat und ich habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen, um wirklich darüber nachzudenken, zu beten, ist das wirklich was ich machen möchte, ist das was mir liegt und es hat eigentlich mit meinen Wünschen oder mit dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, eigentlich sehr gut zusammengepasst und ich kann mit jungen Leuten arbeiten, ich kann auch Leben mehr oder weniger formen. Und ich kann jungen Leuten auch etwas auf ihren Weg mitgeben. Und ich kann meine ganzen Talente, Musik und Sport auch mit einbringen. Und das hat eigentlich sehr gut auf mich gepasst. Und wie hat es dann gestartet, Jugend mit einer Mission Österreich wieder neu aufzubauen? Was waren da die ersten Anfänge? Also wir sind aus Norwegen mit einem Team von 5 Leuten nach Wien gekommen. Und ja, du fängst an, mal zu beten, wo sollen wir überhaupt hingehen? Und Gott hat uns dann ziemlich genau gezeigt, dass wir im Zentrum der Stadt sein sollten. Und auf wundersame Weise haben wir eine Wohnung im ersten Bezirk bekommen, wo jetzt unser Büro ist und wo auch Räumlichkeiten für unsere Mitarbeiter sind. Und so hat das dann gestartet. Wir haben uns auch gesehen, was passiert in der Stadt, was gibt es schon, was gibt es noch nicht, wo werden Sachen gebraucht, wo können wir uns einbringen als Team und mit den Werkzeugen, die wir durch Jugend mit einer Mission bekommen, wie können wir das am besten einsetzen. Und so hat das dann angefangen. Und im Moment habt ihr diese eine Wohnung in der inneren Stadt. Habt ihr noch Räumlichkeiten?
Ja, wir haben noch eine zweite Wohnung, Nähe von Landstraße Wien Mitte. Und wir dürfen hier bei Loreto die Räumlichkeiten benutzen, um unsere Lehreinheiten abzuhalten. Was alles sehr, sehr räumlich, sehr eng beieinander liegt, was super ist, weil wir keine weiten Wege gehen müssen, um zu den verschiedenen Locations zu kommen. Und es passt auch für unsere Schüler sehr, sehr gut bei der Jüngerschaftsschule, weil sie mehr von der Stadt sehen und auch viel mit Leuten in Kontakt kommen, einfach auf der Straße und so in den Gemeinden. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut. Durch die Lage in der Wiener Innenstadt habt ihr sicher auch ein bisschen Kontakt zur Erzdiözese Wien, die ja auch in der Innenstadt liegt. Ja, auch. Eben da wir schon fast Nachbarn sind, in der Nähe vom Stephansdom im Bauernmarkt, haben wir auch einigen Kontakt zu verschiedensten Leuten in der Erzdiözese bekommen. Auch zum Beispiel zur KHG in der Nähe von der Uni. Und das war jetzt von der Location her sehr förderlich, diese Beziehungen auch irgendwie aufzubauen. Und ich denke auch, dass Gott da so seinen Plan dabei gehabt hat, den wir vorher nicht gesehen haben, aber jetzt im Nachhinein sehen wir immer mehr, wie das alles zusammengespielt hat. Und das freut uns außerordentlich. Und in diesen WGs wohnen da nur Studenten von den verschiedenen Jüngerschaftsschulen oder wer wohnt da noch? Also während der Jüngerschaftsschule wohnen großteils unsere Studenten drin und auch die Mitarbeiter, da dieses auch ein Wert ist, den Jugend mit einer Mission hochhalten will, auch dieses Zusammenleben, auch zwischen den Mitarbeitern und den Schülern, weil da eben Jüngerschaft auch passiert. Und wir haben immer wieder auch Leute, die dann so einfach kommen für 2, 3, 4 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, die dann einfach so bei uns wohnen. Wie kann man sich jetzt bei Jugend mit einer Mission einbringen? Man darf sich gerne auf unserer Website erkundigen, was es alles gibt. Und man darf uns gerne kontaktieren, per E-Mail oder anrufen. Und wir freuen uns immer, wenn Leute mal vorbeikommen auf einen Café und dann können wir sehen, was gerade gebraucht wird. Wir brauchen immer wieder Leute, die zum Beispiel übersetzen für uns oder die uns auch helfen, Einsatzteams zu koordinieren, die uns auch ihre Anliegen sagen, sodass wir auch helfen können, wenn zum Beispiel internationale Teams kommen. Können immer wieder Gemeinden sagen, hey, wir brauchen Leute hier und da, könnt ihr uns Leute bereitstellen? Und wir tun das auch dann gerne. Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz hier bei Jugend mit einer Mission Österreich. Das ist wirklich ganz toll. Ich habe gerade selber auch eine Jüngerschaftsschule gemacht und ich war schwer begeistert davon. Vielen, vielen Dank. Es ist auch jetzt noch immer ein toller Austausch zwischen Jung und Junggeblieben und schauen wir einfach mal nach, was jetzt noch alles so läuft hier. Hallo, ich habe jetzt gerade Bruce Kluet bei mir. Bruce, magst du ein paar Worte zu dir sagen, zu deiner Person? Ja, ich bin aus dem amerikanischen Teil von Österreich. Naja, eigentlich aus Kalifornien, aber ich bin seit 1971 in Europa und seit 1978 bin ich hier in Österreich. Und du bist Gründer von Jugend mit einer Mission Österreich. Magst du ganz kurz sagen, was ist Jugend mit einer Mission eigentlich? Jugend mit einer Mission ist eine Missionsbewegung, die 1961 in Amerika gegründet wurde durch Lauren Cunningham. Wir haben etwa 25.000 Mitarbeiter jetzt und in fast jedem Land der Welt. Und wir haben so eine dreifache Betonung bei uns in Jugend mit einer Mission. Eine ist die Evangelisation, also wir möchten die frohe Botschaft weitergeben in allen Gesellschaftsschichten, in allen Ländern, in alle kulturellen Richtungen. Das zweite ist die Schulung, also vor allem Jüngerschaft, aber auch anderen Bereichen. Wir haben auch eine Uni gegründet, mit Betonung auf, wie kann man von einer christlichen Weltanschauung diesen verschiedenen Fächern anschauen. Und das dritte sind karitative Dienste, also wir nennen das Mercy Ministries, wo wir den Armen helfen und auch versuchen, nicht nur ein Pflaster auf einem Problem zu geben, sondern auch grundsätzliche Änderungen in diesen Bereichen in verschiedenen Ländern. Und du bist Amerikaner. Was verschlägt dich nach Wien? Ich hatte das nicht ursprünglich vor, so lange hier zu sein. Also seit 71. Ja. Ich bin direkt nach dem Highschool hierher gekommen mit zwei anderen für einen kurzen Einsatz. Und da bin ich Lauren Cunningham begegnet. Und das war das. Also zunächst mal dann habe ich eine Jüngerschaftsschule besucht und einen Einsatz und dann wurde es immer länger. Und irgendwann ist es mir klar, eigentlich habe ich eine Berufung für diese Art von Arbeit. Und wie waren die Anfänge von Jugend mit einer Mission Österreich? Es war
gemischte Erfahrungen. Einerseits war ich bin vom Herzen her ein Pionier. Und etwas Neues zu tun in einem Land. Also vor allem, wo es uns gesagt wurde, sowas wird nie hier akzeptiert werden in Österreich. Das war für mich ein Anreiz. Damals im protestantischen Bereich war Österreich bekannt als der Friedhof von Missionaren. Das hat mich auch gereizt. Auch die Tatsache, dass es kaum freikirchliche Gruppen gegeben hat. Ich komme aus dem freikirchlichen Hintergrund. Und solche Dinge. Und da, wo ich den Eindruck hatte, dass man hier den Eindruck vom Herrn bekommen, glaube ich, dass man hier ein Zweig von der Mission gründen sollte, war es für mich nicht so schwer, Ja zu sagen. Wir fingen an mit 3 Leuten, haben hauptsächlich Reisedienst gemacht, verschiedene Gruppen besucht, evangelisiert in Schulen, in Pfarreien, in Gemeinschaftsbewegungen und so weiter. Mit der Zeit sind wir auf etwa 40 Leute gewachsen in den 80er Jahren. Und Schulungen gehabt, Jüngerschaftsschulungen, Evangelisationseinsätze, Seminare und so weiter. Ja, sonst, wie man sich vorstellen kann, wenn jemand mit einem Akzent wie meinem hierher kommt und versucht, irgendetwas Christliches zu gründen, vor allem, wenn er nicht katholisch ist, war es nicht überall verstanden. Aber wie gesagt, in der Zwischenzeit gibt es mehrere von solchen Leuten, die so einen Akzent haben wie ich. Wo genau hast du den Ruf gespürt, dass du nach Österreich kommen sollst und in Österreich Jugend mit einer Mission gründen sollst? Es war eine Gebetszeit. Ich war, es klingt komisch, es war mitten im Kalten Krieg und wir haben einen Einsatz in Moskau gehabt. Wir wollten eine große Aktion machen, wo wir die gefangenen Christen, die Situation mit den gefangenen Christen in der Sowjetunion protestieren wollten. Wir waren 50 Leute in 8 verschiedene Vans, sind von England mit der Fähre nach Europa, dann durch Europa, durch Finnland und über St. Petersburg und so weiter in Richtung Moskau gefahren. Und es war auf dieser Reise in einer Zeit, stille Zeit, eine Zeit mit dem Herrn, wo ich den Eindruck hatte, dass Gott mir sagte, du sollst nach Österreich gehen, aber ohne große Anweisung. Ich bin zunächst mal zurückgekehrt nach Deutschland, wo ich vor diesem Einsatz stationiert war, habe gefastet und gebetet für Österreich einmal in der Woche. Und ich dachte, sehr bald würde ich nach Österreich gehen. Es war schließlich 5 Jahre später, 1978 dann mit einer kleinen Gruppe, dann von Süddeutschland aus, von dem Stützpunkt für die Jugendmission in Schloss Hurlach, von dort aus nach Österreich gezogen. Und wo hat es dann begonnen in Österreich? Wo habt ihr euren ersten Stützpunkt gehabt? In einem ehemaligen Jagdschloss, es nannte sich das Waldschlüssel in Reichenau an der Rax, etwa 70 Kilometer südlich von Wien. Was waren so die ersten Erfahrungen, die ihr dort gemacht habt? Es war schwierig. Wir haben nicht viel zum Essen gehabt. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir Holunderrooster machen müssen, weil wir nichts anderes zum Essen hatten und eigenes Brot gebacken, das war unsere Hauptmahlzeit. Wo uns das Geld ausgegangen ist, mehrmals, und wo die Heizung immer auf etwa 18 Grad gehalten war, weil wir es nicht leisten konnten, dass es wärmer wäre. Das war nicht leicht. Das andere ist, so eine interkonfessionelle Missionsarbeit in einem kleinen Dorf zu gründen. Man kann sich vorstellen, dass es sehr viel hinter den vorgehaltenen Händen gesprochen wurde. Also man hat immer versucht zu erraten, was wir waren. Und dann so viele Ausländer. Wie es bei uns in Jugend mit einer Mission gewöhnlich ist, haben wir Leute aus der ganzen Welt bei uns gehabt. Und manche konnten nicht so gut Deutsch. Jetzt noch eine andere Frage. Im Moment arbeitest du sehr viel mit Katholiken zusammen. Wie kommt das? Das Lustige ist, ich komme aus einem evangelischen HB-Hintergrund. Also ich bin Presbyterianer. Es sind die Presbyterianer, die die besten Bücher gegen die katholische Kirche geschrieben haben. Also es war... Ja, das war, und auch theologisch habe ich Schwierigkeiten damit gehabt, aber es war zunächst mal ein klaren Ruf Gottes. Ich bin immer noch ein Protestant mit, von Überzeugung her. Aber in den ersten Jahren haben wir gesehen, wie Gott die Arbeit gesegnet hat im katholischen Bereich und wie man sehr viel offener war, als wir gedacht haben. Und zweitens habe ich gemerkt, wie die katholische Kirche wenigstens hier in Österreich so anders war, als ich gedacht hatte. Wie gesagt, theologisch
gibt es immer noch viele wichtige Unterschiede. Aber ich habe festgestellt, dass wir, was wir gemeinsam haben, ist noch viel, viel größer. Das hat meine ganze Einstellung und alles völlig verändert. Und zweitens, es hat mir eine Leidenschaft gegeben für die Zusammenarbeit, weil ich gemerkt habe, dass beide Seiten, die protestantische, freikirchliche Seite und katholische Seite, beide etwas haben, dass wenn es, und wenn es zusammengebracht ist, dass es eine unwahrscheinliche Macht hat. Das heißt, die Arbeit mit der katholischen Kirche war teilweise auch einfach eine Wiederversöhnung mit der katholischen Kirche, da du natürlich mit Vorurteilen ihr gegenüber gekommen bist. Aber wir haben gemerkt, dass erstens, dass einzelne Katholiken eine Versöhnung erleben mit Protestanten und Freikirchler. Zweitens merken wir, manche protestantische und katholische Gruppen versöhnt sind. Von Kirchen her, das ist eine andere Sache. Und ob wir in meinem Leben sehen werden, dass eine offizielle Versöhnung geschieht, das weiß ich nicht. Das wäre interessant. Und vor allem heuer im Reformationsjahr wird es sehr interessant sein, was hier geschieht. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, auf kleineren Ebenen, dass es geschieht. Und wir haben gemerkt auch, dass die Zusammenarbeit möglich ist. Also ich bin sehr offen, wo ich hingehe, dass ich Protestant bin. Aber ich habe Zeit genommen über die letzten Jahre, um die katholische Welt besser kennenzulernen. Und ich habe gemerkt, dass vieles, nicht alles, es gibt auch, wie gesagt, wichtige theologische Unterschiede, aber auf der anderen Seite, zusätzlich dazu, gibt es oft kulturelle Unterschiede, die nicht erkannt werden. Und die kann man leicht überwinden. Arbeit in der Ökumene, ist das etwas, das du jedem empfehlen würdest, das man pflegen sollte? Ich würde es nicht jedem empfehlen, weil es wirklich viel Mut braucht. Also die Ökumene ist ähnlich wie Missionsarbeit. Es kann verglichen werden mit einem Kaktus umarmen. Man arbeitet oft mit Leuten, die nicht unbedingt mit dir zusammenarbeiten wollen. Es braucht schon eine tiefe Überzeugung. Andererseits haben wir gesehen, wie hier in Österreich das wächst. Man mehr und mehr Christen merken, das ist möglich. Und das freut mich wahnsinnig. Also einige meiner engsten Freunde in der ganzen Welt sind Katholiken. Ja? Also es ist nicht nur eine Zusammenarbeit, die uns verbindet, sondern auch eine tiefe Freundschaft. Und ich denke, das ist wichtig. Dann vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit mit den Katholiken und dein Beginn von Jugend mit einer Mission Österreich. Das hat sich ja sehr viele Menschenleben geprägt. Vielen Dank. Gabriele, du hast gesagt, du hast dich bei einem Einsatz von Jugend einer Mission mit einer Mission bekehrt. Also das war genial. Da hat Bruce Kluid mit seinem Team hat in Ficht in Tirol einen einwöchigen Kurs sozusagen angeboten. Und ich bin dorthin gefahren mit vielen anderen aus meiner Gemeinde. Und es war zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich gewusst habe, ich muss eine Entscheidung treffen, ob ich wirklich mit Gott mein Leben lebe oder nicht. Und ich habe mir dort die Vorträge angehört, also Vorträge, Input. Wir haben Kleingruppen gehabt und ich habe wirklich darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte mit Gott mein Leben leben. Ich habe dort auch eine Erfahrung gemacht, wo Gott ganz persönlich zu mir gesprochen hat. Und das war einfach so wunderbar, weil ich dadurch erfahren habe, Gott ist echt, er existiert wirklich, er hat an mir Interesse und er kann mir Fragen bezüglich meiner Zukunft geben. Und ich habe dann in ganz unspektakulärer Weise habe ich einen von meiner Kleingruppe gebeten, den Kleingruppenleiter, ob er mit mir beten kann. Und wir haben uns ins Gras gesetzt und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte nur mehr mit dir leben. Das war der 20. Juli 1983 und mein eigentlicher Geburtstag. Das liegt jetzt natürlich schon sehr lang zurück. Was ist jetzt im Moment die Verbindung zwischen von dir mit Jugend, mit einer Mission? Also das, was ich dort erlebt habe und erfahren habe in der Jüngerschaftsschule und die Jahre danach, das war, ich würde wirklich sagen, das war sowas wie ein Lebensfundament für mein Leben mit Gott und auch für, wie ich mein Leben gestalte. Und das war immer Teil von meinem Leben, auch wenn ich ganz andere Sachen dazwischen gemacht habe. Und heute ist es so, dass eben meine Kinder auch davon wissen. Und ich, wie meine Kinder klein war, ich ihnen immer wieder auch darüber erzählt habe und gesagt habe, das ist eine Investition, wenn ihr sowas machen wollt, da unterstütze ich euch und das zahle ich euch. Und inzwischen haben zwei Kinder eine Jüngerschaftsschule gemacht, beziehungsweise die zweite ist jetzt angemeldet
und wird in Kürze nach Hawaii fahren und dort die Jüngerschaftsschule machen. Und was mich einfach geprägt hat, ist das, was ich über Gott erlebt habe, gelernt habe und auch die Beziehungen. Und die halten bis heute. Und einige meiner besten Freunde und Freundinnen sind Leute, die ich damals kennengelernt habe. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Und ja, die Jugend von heute braucht ja natürlich auch die Jugend von damals, die ihnen dann den Weg zurecht drückt und ihnen sie unterstützt, solche Jüngerschaftsschulen zu machen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das war eine neue Ausgabe von Kids Aktuell, direkt vom Jugend mit einer Missionstag der offenen Tür hier in Wien. Vielen Dank fürs Zuschauen.